Meine lieben Leute und damit ein herzliches Willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 19 auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass euch dieses Projekt Spaß macht, eure Reaktion auf den Teaser-Trailer und auf das Weihnachts-Special habe ich noch nicht gesehen, da dieses Video vorproduziert ist. Wir haben heute den 21. Dezember. Somit sind beide Videos noch gar nicht verfügbar für euch zu dem Zeitpunkt. Und deshalb, ja, ist das auch quasi so eine Art Überraschung von mir. Ich werde definitiv dieses Let's Play auch durchziehen. Also ich werde wöchentlich einmal FIFA spielen. Da ich einfach ultra Spaß an dem Spiel habe und ich hoffe, das merkt man mir auch an. Ja, das was ich jetzt gerade eigentlich mache, habe ich ja schon mal gemacht. Allerdings, war das nur ein Test, ob Sound funktioniert. So, falls ihr euch fragt, warum ich 12 Punkte übrigens habe und nicht 9, ich habe schon mal eine Partie gemacht, damit der Abstieg schon mal vom Tisch ist und ja, damit bin ich komplett lost in diese Saison bzw. in das Let's Play starten. Ihr seht auch hier, ich habe 3:1 gewonnen. Und der nächste Gegner ist Östersunds FK, da bin ich auch schon ganz gespannt. Mannschaft ist spielbereit, gibt ein paar Änderungen im Team, Formation ist anders. Ich hoffe mal, das wird mir jetzt nicht zu Verhängnis. Ich habe Kerem Demirbay rausgenommen, da dieser verletzt ist und ich keine, ja. Oh, den hatten wir auch vorhin schon im Vorschaubild. Ja. Ja, ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht zu einem Problem wird. Bei euch gab es jetzt wahrscheinlich einen Schnitt. Das liegt daran, dass ich gerade mal hier wieder im Teammanagement die ganzen Einstellungen vorgenommen habe. Von wegen, was ist jetzt mit Anweisungen? Wisst ihr schon, mit Offensivlauf, Defensivlauf und so weiter und so fort. So, die Uhrzeit, da brauche ich mal ganz kurz mein Handy für. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie früh es ist. Es ist 21 Uhr. Genau, wir haben ja jetzt Winter, heute ist ja die Wintersonnenwende natürlich. Somit ist theoretisch heute der kürzeste Tag im Jahr. Los geht's! Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr das Ganze hier sehen wollt oder nicht. Ich mach's jetzt mal. Ich kann es halt nicht. Das war natürlich jetzt Premium von mir. Was ist denn los heute? Ups. Ja, das habe ich bestimmt gut gemacht. Das ist gut gelaufen auf jeden Fall. Und los geht's. Das war wirklich eine tolle Saison von ihm bisher, muss ich sagen. Jetzt darf man sogar vom Titel träumen. Der Aufstieg steht ja ohnehin fest. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar, volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Bei ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Okay.
Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Castro. Schwab. Breel, Donald, Embolo. Embolo! Dani da Costa. Sauber vom Ball getrennt hier. Langkamp. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Da kommt der Schuss. Ja, Zieler, ganz sicher. Castro am Ball. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Ball. Gonzalo Castro jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das macht er gut. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Ahmad Njaye Jeju. Embolo jetzt. Dani da Costa. Gonzalo Castro jetzt. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Jetzt müssen sie aufpassen. Können sie sich dann noch befreien? Er passt ihn auf den Flügel. Jetzt könnt ihr flanken. Das gibt ihr Abstoß. Flanke jetzt. Tja, das war keine gute Flanke. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Embolo jetzt. Also ich muss sagen, dieser Mann fügt sich wirklich gut ein. Er profitiert von seinen Mitspielern, aber die natürlich auch von ihm. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gut geklärt, das war wichtig. Schwab. Serrero. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Ja, schwacher Ball hier. Gutes Tackling. Da ist Platz. Und er pfeift Freistoß. Serrero. Ahmad Njaye Jeju. Embolo. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Den hält er völlig ohne Probleme. Da kommt die Reingabe. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei.
Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Gut gespielt. Ball geht nach außen. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Ahmad Njaye Jeju. Und damit sind sie am Ball. Castro. Serrero. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Jetzt gibt's Abstoß. Ahmad Njaye Jeju. Dani da Costa. Ahmad Njaye. Ahmad Njaye Jeju. Jetzt ein weiterer Einwurf, dann wird's brenzlig. Gonzalo Castro. Sie holen sich den Ball. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Ball. Langkamp. Serrero. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Da kommt die Hereingabe. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Ich melde mich wieder aus der Halbzeit, wie ich das immer mache bei FIFA Let's Plays. Ich habe mein Mikrofon während des Spiels aus, weil man hört mich während des Spiels sowieso nicht. Also von daher ist es, glaube ich, legitim, wenn ich dann das Mikrofon tot mache während des Spiels. Natürlich wechsle ich wieder, allerdings hab ich beim letzten Wechseln gemerkt, dass es so ein bisschen zu Problemen geführt hat. Habe alle Wechsel vorgenommen gehabt, also dreimal gewechselt und dann war ein Spieler verletzt, der musste dann, ja, ob er wollte oder nicht, musste dieser Spieler dann weiterspielen. Das war nicht so geil. So, Chungu kommt rein und alle weiteren Wechsel werde ich während des Spiels vornehmen. Er kriegt noch eine Anweisung und zwar wird er... Ja, auch wieder die Flankenunterstützung. Okay, meine Damen und Herren, wir sehen uns dann wieder, wenn das Spiel vorbei ist. Es steht 0:0. Bis jetzt ein spannendes Spiel, wie ich finde. Bis dann, Leute. Durchgang 2 läuft. Das könnte gefährlich werden. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Da passt er auf. Philipp. Super dazwischen gegangen.
Und damit erstmal keine Gefahr, geklärt vom Torwart. Serrero. Ahmad Njaye Jeju. Serrero. Dani da Costa. Serrero. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Ja, warum denn nicht? Man muss keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Ahmad Njaye Jeju. Philipp. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Die Gäste werden wechseln. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt schießt er! Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ahmad Njaye Jeju. Nun Zungu. Dani da Costa. Gibt's jetzt die Torschuss? Da geht die Fahne hoch, also ach, das will ich mir gerne in der Wiederholung nochmal anschauen. So, Buschi, es gibt die Auswechslung. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Jetzt der Schuss! Da war sie, die Chance zur Führung, aber vergeben. Das ist jetzt eine Chance. Ahmad Njaye Jeju. Wir bekommen jetzt einen Wechsel. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Ahmad Njaye Jeju. Da kommt der Schuss. Ganz stark abgeblockt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Da verlieren sie den Ball. Jetzt gibt's einen Einwurf. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Da ist die Hereingabe. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Da passt er auf und kann klären. Eben war das Aluminium im Weg. Hätte gut und gern die Führung sein. Idriss Agüero. Philipp. Brel Donald Embolo.
Embolo. Das war die Gelegenheit, aber es bleibt beim Unentschieden. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Serrero. Ballverlust. Ahmad Njaye Diju. Knapp abseits, aber das wäre wohl auch nicht wirklich gefährlich geworden. Jetzt erleben wir den Wechsel. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Bei dieser Mannschaft hat man einfach das Gefühl, es passt. Geht mir ganz ähnlich, Wolf. Da ist zusammengewachsen, was zusammengehört. Wird's jetzt gefährlich? Gefährlich! 6 Minuten haben wir hier noch. Und das ist der Ballverlust. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Da liegt ein Spieler am Boden. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist es irgendwas Muskuläres. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Und er pfeift Freistoß. Wir sehen, es gibt eine Umstellung. Sie bringen einen neuen Mann. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Heute haben wir keinen Sieger. Das Spiel endet unentschieden. Heute war einfach nicht mehr drin als das Unentschieden, oder Buschi? Kann man so sagen, Wolf. Manchmal muss man eben auch mit einem Punkt zufrieden sein. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Da kommt die Hereingabe. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Jetzt der Schuss. Da war sie, die Chance zur Führung, aber vergeben. Das ist jetzt eine Chance. Ahmad Njaye Diju. Philipp. Breel Donald Embolo. Embolo. Das war die Gelegenheit, aber es bleibt beim Unentschieden. So, ich melde mich wieder aus der Halbzeit, beziehungsweise aus dem Ende des Spiels.
ja, wie es für mich bei FIFA Nummer 2 ist, zeige ich hier nochmal meine ganzen Dings, meine ganzen Werte, Spielbewertungen. Und ihr könnt wieder in den Kommentaren sagen, welches euer favorisiertes Team gewesen ist. Die eine Szene mit dem Torwart, die er nochmal im Replay gezeigt hat, war sauknapp. Ja, das ist richtig knapp gewesen. Also, boah. Ich hab gedacht, der wäre schon drin gewesen, der Ball. Aber nein. Ja, das Spiel endete unentschieden, 0-0. Kann man, denke ich, recht zufrieden mit sein. Ja, und wie Wolf es schon gesagt hat, also wie Wolf Fuß es schon gesagt hat, manchmal muss man eben auch mit einem Punkt zufrieden sein. Ja, Daniel Schwab verletzt. Naja, muss man mal gucken. Ja, zwei Siege noch und dann ist der Aufstieg sicher. Mal schauen, ob wir es schaffen. Unser nächster Gegner wird ja dann Greuther Fürth. So, meine Damen und Herren, das war die Neujahrsausgabe von FIFA 19. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, dass ihr auch weiterhin dabei seid. Und dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Part von FIFA 19, wann auch immer der sein wird. Ich habe mir ja vorgenommen, jede Woche einmal FIFA zu spielen, um einfach einmal die Woche halt nur, weil ich so unglaublich viel Arbeit mit diesen Videos habe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinen Videos. Ein frohes neues Jahr. Hoffentlich habt ihr es gut angefangen. In der Hoffnung, dass 2021 uns mehr Glück bringen wird als 2020. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer das sein wird. Bis dahin. Tschüss, Leute. Bleibt gesund.